Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit meinem Rappen in der goldenen Rüstung. Und zu einer neuen Survival-Folge, diesmal aber noch ganz alleine, denn wir haben leider noch keine Zeit gefunden, noch gemeinschaftlich aufzunehmen. Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir wieder an dem... Oh Gott, die Kühe sind einfach so viele. Oh Gottes Willen. Aber wir haben euch ja versprochen, dass es hierbei weitergeht, denn wir nähern uns ja ganz schnell der Endwelt. Und die gilt es natürlich auch noch zu erkunden. Während hier die Sonne untergeht, bringe ich mal mein schwarzes Pferd nach Hause. Und da hattet ihr ja die Möglichkeit, Namensvorschläge zu schicken. Und ich habe mir ein paar rausgepickt, die ich fand, die mit am meisten auch vorkamen. Erstmal den Sattel hier runter. Wobei, der kann ja ruhig den Sattel drauf haben. Nein! Und von daher werde ich jetzt die Namen dann noch zur Auswahl stellen. Ich glaube, ich schreibe dir dann auch einfach hier unter das Video drunter, die am meisten mit vorgekommen sind und wo ich fand, die ja auch eigentlich recht passend sind. Und da hätten wir einmal als erstes Romero, dann Ostwind. Oreo fand ich auch ganz gut. Dann natürlich so den Klassiker Black Beauty oder natürlich auch Spirit, so sehr, sehr bekannte Pferde teilweise dabei. Also unter den fünf Namen könnt ihr euch entscheiden, wie der Gute heißen soll. Und das, was dann die meisten Votes bekommt, also ich gucke da mal einfach in die Kommentare durch und zähle das dann einfach. Wobei, nee, ich mache einfach eine Abstimmung oben in das Video rein. Und das, was am häufigsten, Moment, ich gebe noch ein paar Sachen ab. Das, was dann am häufigsten gepickt wird, so wird er dann heißen. Ich wollte erst noch mal überlegen, ob ich ein paar mehr Vorschläge reinmache, aber das würde dann, glaube ich, ein bisschen zu sehr zu Chaos führen. Das ist ja im Endeffekt für die letzten Folgen, dann wird er dann noch so heißen. Bevor wir dann auf dem Community-Server dann mehr machen. So, das lege ich alles noch hier rein. Das Eisen kommt da noch rein. Ah ja, ich sollte mal wieder meine Truhen aufräumen. Meine Güte, das mache ich aber auch irgendwie nie so. Ich habe noch eine Spitzhacke aus Eisen. Habe ich noch irgendwo ein bisschen Holz? Ja, da. So. Denn wir wollten ja noch ein bisschen mehr... Moment, habe ich jetzt zwei? Ja, habe ich zwei. Wir wollten ja noch ein bisschen mehr vorankommen. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, ob wir vielleicht noch mal den ein oder anderen Diamanten finden. So. Und dafür gehen wir erst noch mal hier nach unten. So, der eine oder die andere von euch haben ja jetzt auch zwei Wochen Ferien. Meistens die so aus Bayern kommen oder... Ich weiß gar nicht, wo sind denn jetzt noch Ferien? Oh, ich kann mich mal nicht entscheiden, welche Richtung ich dann baue. Ach komm, wir bauen einfach jetzt mal hier rein. Ich weiß, ich sollte normalerweise mir das besser markieren. Ach, YOLO. Einfach bauen. Irgendwo finden wir schon was. Level oder Erze. Oh, oder Kohle. Wir brauchen ja ein paar Level, das heißt Kohle ist sogar gar nicht mal schlecht. Immer vorsichtig sein, wenn ihr nach unten baut. Ihr wisst nie, ob unter euch Lava ist. Hat schon ganz andere Leute den Tod gebracht. Ich sterbe meistens nur, wenn ich nach oben abbaue. Eisen auch noch. Meine Güte. Das ist ja echt eine richtig dicke Ader. Hier haben wir einmal Kohle. Dann aber direkt daneben Redstone. Oh, eine Fackel hier hin. Und danke auch nochmal für die Info, dass Effizienz nicht das erhöht, was wir rausbekommen, sondern Effizienz erhöht, dass wir schneller abbauen. Wusste ich jetzt gerade in dem Moment auch nicht. Also ich muss mich da immer nochmal einlesen, wenn ich irgendwas drauf habe dann auf den Sachen. Oh Gott, jetzt habe ich gerade wieder den Fehler gemacht. Ich habe schon wieder unter mir abgebaut. Und da ist schon wieder Redstone.
Ja, jetzt haben wir direkt mal zwei Level gemacht, schon. Okay, also hier sind wir jetzt ganz unten angekommen. Da ist jetzt dein Grundgestein. Meine Güte, wo bin ich denn hergekommen? Ja, und da ist es mir schon wieder passiert. Von wo komm... Von da komme ich, oh mein Gott. So, genau, sehr gut. Meine Güte, heute läuft es aber auch mit dem Eisen. Bringt uns ja alles an beim Schmelzen, was? So. Mal wieder die Lücken auffüllen. Schau, da finden wir echt nochmal ein paar wertvollere Sachen. Oh Gott, wird sie dunkel. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mal schlecht. Also wir finden hier ganz gut Sachen für Erfahrungspunkte. So, passt. Loch zumachen. Weiter geht's. Nein, nie so. Huch, wo ist denn meine... Da ist meine Spitzhacke. Ich bin echt auch mal gespannt, ob, wie lange das noch dauert, bis quasi sowas kommt, dann wie Minecraft 2.0. Oh, sehr gut. Lapis. Gerade wenn wir jetzt fürs Enchanten Sachen suchen, können wir das immer gebrauchen. 30 Stück? Wow, in denen ist echt ziemlich viel immer drin, in den Vorkommen. Level 14 jetzt schon. Übrigens auch nochmal so als Info, sobald wir mit der Endwelt dann durch sind und vielleicht den ein oder anderen Elytria gefunden haben, das sind übrigens diese Gleiter, mit denen man so ein bisschen von, ja, ich will nicht sagen fliegen kann, aber doch, es ist schon sehr nah am Fliegen, werden wir dann gucken, dass wir mehr Community-Sachen machen. Das heißt, wir schauen dann, dass wir auf dem Server sowas bauen wie, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Rathaus, weil das gibt's ja da schon zur Genüge. Aber wir werden gucken, dass wir ein paar öffentliche Sachen machen und da quasi für euch dann noch sowas erstellen, die dann natürlich dann auch in Events oder auch in Folgen getestet werden. Aber da könnt ihr euch dann drauf freuen. Und ja, ich merke, dass es deutlich schneller abgebaut wird mit der Effizienz. Diamant wäre jetzt noch ganz schön. Und gut, dass man hier nicht noch irgendwie die oh. Ich habe mich jetzt aber auch echt erschrocken, muss ich sagen, kurz. Huch. Jetzt hatte ich hier nämlich so ein kurzes Lag. Und genau dann in dem Zeitpunkt ist mir die Waffe abgebrochen. Deswegen dachte ich jetzt gerade, was zum Teufel ist da passiert. Ich bin eh so jemand, der hier so, wenn ich hier irgendwas baue, keine Lust hat, das alles zu verlieren. Deswegen bin ich in solchen Minengängen immer 10-mal... Oh, nein, jetzt habe ich direkt... Yay, Diamanten! Oh, das war's? Nein. Yes, nochmal! Und Kohle direkt daneben, also die Vorstufe zu Diamanten. Jetzt gleich doppelt aufpassen, wenn ich jetzt hier unten Sachen abbaue. Oh Gott. Heute will ich es aber auch wissen, hier mit den Schockmomenten. Fackel abgebaut. Gerade wenn ich so Diamanten und alles dabei habe, da bin ich echt... dreimal schreckhafter, weil ich einfach das nicht verlieren will. Das mit der rechten Maustaste, das war mal daneben.
Ich will das nicht machen, dass wenn man daneben klickt, man dann automatisch das andere aus der Offhand setzt. Das passiert mir andauernd. Okay. Und hier noch wieder zu. Okay, und weiter geht's. 4 Diamanten haben wir. Ja, die Auswahl ist doch gar nicht mal schlecht bisher. Huch, wo sind wir denn? Wo? Was? Wo sind wir denn jetzt? Was? Wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn? Das ist auf jeden Fall keiner von meinen Gängen. Der ist viel zu gerade gemacht. Oder? Ja, dazu neige ich leider, dass ich dann irgendwie auf andere Gänge stoße. Oh Gott, nein. Warum laufe ich diesem Gang auch noch hinterher? Jetzt habe ich mich wahrscheinlich total verlaufen. Oh nein. Halt. Vorsichtig. Ja, wobei, wenn da oben Lava wäre, würde das ja blubbern. So. Ja. Das ist jetzt doof. Ich habe überlaufen. Moment. Nee. Das war der Gang, den ich gerade eben gebaut habe. Das heißt, wenn ich jetzt den zurücklaufe, dann komme ich auf jeden Fall richtig. Okay, und ich habe jetzt auch jetzt schon wieder ein paar Level gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe Diamanten gefunden. Das heißt, wir kommen unserem Ziel voran. Das heißt, sobald die anderen da sind, würde ich auch sagen, falls ich hier jeweils wieder rauskomme. Ah, hier geht's raus. Falls ich hier wieder rauskomme. Fangen wir dann schon mal an, so die ersten Sachen zu bauen. Ich kann ja auch schon mal gucken, dass ich schon mal ein paar Dia-Rüstungen mache. Dass wir, sagen wir mal, sagen, jeder hat von uns mindestens eine Brustrüstung. Und das heißt, jeder bräuchte 8 Dias. Kadi hat ja noch welche gefunden gehabt. Und dann gucken wir mal, ob wir Möglichkeiten haben fürs Enchantment. Auf jeden Fall wären Bögen, die ein bisschen stärker sind, nicht verkehrt. In der Enderdrache wird sonst echt schwierig. Und dann packen wir mal hier das Eisen rein. Dadurch gibt es auch noch mal ein bisschen Erfahrung. Ja, also Eisen haben wir richtig gut. Also ein komplettes Eisengier, was wir noch verzaubern können, das sollte auf jeden Fall dann für alle locker drin sein. Hier Lapis haben wir auch noch richtig viel. Und boah, 5. Da, Gott, das reicht wahrscheinlich dann doch nicht so für eine ganze Monktur. Hätte ich gedacht, dass ich ein bisschen mehr habe. Da fehlt mir jetzt genau einer für eine zweite Rüstung, aber dann machen wir es einfach so, dass wir das hier reinpacken. Und das hier stellen wir schon mal. Ich wollte jetzt da vorne hinstellen, aber das vergesse ich ja wieder nur. Ja, okay, wir machen es ganz einfach. Ich baue das jetzt hier ab. Ich komme nicht hin. Nein, ich wollte keine Fackel hinsetzen. Okay. So, sehr gut. Das haben wir geklärt. Dann machen wir es nämlich so, dass ich mir den Ständer nehme und wir stellen die jetzt hier so hin. So als Vorbereitung quasi. Dann bräuchten wir nur noch wir bräuchten noch drei andere eigentlich. Dann nehmen wir doch mal die Ständer hier so mit. Und den hier noch. Machen wir mal 4. Oh, da über mir stand auch noch einer. Okay, dann machen wir so.
Und dann holen wir uns mal das Eisen und machen schon mal erstmal eine Hose. Nee, das ist ein Helm. Kann man die stacken? Nee. Okay. Helm. 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 Dann Hose war so, genau. Huch. Noch eine Hose. Okay, vier Hosen. So, und jetzt nur noch Schuhe. So, noch zwei Paar. Aber auch ordentlich Eisen dafür jetzt schon gelassen. Noch eins. So, alles wieder rein. Dann wieder daneben gesetzt. So. Okay. Das heißt, das hier ist dann vorerst mal unser derzeitiger Stand, den wir dann haben. Dann müssen wir von der Kali dann nochmal die Diamanten holen. Und dann gucken wir mal, dass wir das dann so gut es geht vorbereiten und schon noch verzaubern, dass wir dann bald durchstarten können. So, dann nehme ich mir jetzt nochmal ein Brötchen. So, und dann würde ich sagen, beende ich die Folge für heute. Guck nochmal, dass ich hier, oh, noch richtig viel Eisen schon drin. Und dann beende ich die Folge für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Folge Minecraft und dann vielleicht auch schon mit weiteren Vorbereitungen für die Endwelt und natürlich auch eurem Namen dann und dann der finalen Entscheidung, wie das schwarze Pferd heißt. Und übrigens, das andere Pferd ist dann direkt danach dran. Also dann, ciao, ciao.